Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Das habe ich gerade eben, ja, die letzten paar Folgen mal angeschaut. Was mir aufgefallen ist, Moment, dass ich irgendwie so hell rüberkomme. Irgendwie ganz, ganz komisch. Oh, keine Ahnung wieso, aber hier auf dem, ja, Vorschaubild eigentlich ganz normal, aber hier irgendwie so ganz aufgehellt. Egal. Ja, die ersten sind da, glaube ich, schon gleich durch. Es wird langsam knapp mit dem Strom. Aber ja. Was man nicht alles tut, für ein paar FPS noch rauszukitzeln, ne? Ja, nochmal 120 von denen hier. Blab, rein mit euch. Okay. 1100 Stück von denen. Ja, das finde ich cool. Das finde ich cool. Ja, es läuft halt alles nur ein bisschen langsamer mit den Robotern, aber naja. Ja, beziehungsweise allgemein jetzt so langsamer. Ich bin. Will irgendwann noch an meine 2 Gigajoule rankommen. Nee, Entschuldigung. Gigawatt. Nicht Gigajoule. So, aber erstmal hier meine Roboter hier wegschmeißen, die wo ich nicht mehr brauche. Die Kiste ist auch wieder bald voll. Da muss ich ja hier Dings holen. Stahlkiste. Hier sind schon wieder. Oh ne, das wollte ich jetzt ja nicht tun. Die brauche. Mein Gott. Die weg, die weg, die weg. Die weg. Die weißen brauche ich noch. Das weg, das weg, das weg. Die ganzen Roboter weg. Das weg, das weg. Habe ich hier sonst noch irgendwas übersehen? Ich übersehe so gerne was, aber lassen wir es erstmal sein. Immer noch 320 Turbinen. Aber es wird irgendwie ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Wie viele Hydrazin-Dinger haben wir? 60 Stück. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Ich weiß echt nicht, wie viel ich brauche. Ich habe ja gesagt, die hier brauche ich ja nicht mehr. Wieso baue ich die ja noch? So. Wow. Okay, wir brauchen eine Stahlkiste. Ich muss das Zeug hier loswerden. Was? Ich bin voll? Oh. Okay. Ich bin voll. Naja, gut, okay, machen wir das hier so und das hier so. Und das hier so. Stopp, so rum. Und dann haben wir auch das hier noch. Weg mit dir. Dankeschön. Dann kann ich da oben auch die Fließbänder aufnehmen. So. Dann habe ich hier nochmal ein paar Stücke von denen hier eingesammelt. So, wie sieht's denn aus? Ah. Ah, ihr habt schon keinen Saft mehr. Aber wieso nur 320 Stück? Ah, 320 Stück im Netzwerk. So, wenn jetzt ja erstmal die ersten weg sind, dann ist das ja gar kein Problem mehr. Weil ich will schon gerne von hier aus würde ich gerne anfangen zu bauen. Alles noch schön ausnutzen, so wie es ist. Hydrazin haben wir. Wer ist Ammoniak? Das ist Hydrazin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne. 5 Stück, die mir das produzieren. Ich kann euch leider nicht upgraden. Okay, das bedeutet dann, wir brauchen 50er Tunnel. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier nirgendwo mit irgendetwas anderes anstoße. Nein. Tue ich nicht. Dann noch ein paar 30er, ein paar 50er. Ach so, ich habe ja keine normale Rohre mehr. Paar Stück von denen hier produzieren und tipp. So, dann setzen wir das Ganze.
Dort hinten hin. Dort hoch. Ja, leer, 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 leer. Okay. Ihr seid fertig. Ihr seid fertig. Ihr seid fertig. Ihr seid fertig. Okay, bei Wasser. So, euch kann ich abreißen. Euch kann ich abreißen. Ihr seid fertig. Ach, wir lassen die oberen jetzt erstmal ausdampfen. Wir haben 100. 100 Stück kann nicht sein. Ich habe, glaube ich, 120 Stück gebaut, oder? Decken die nur? Ja, genau. Die stecken nur auf 100. Okay. Okay, dann sind die hier oben auch bald fertig. 500 Megawatt. Dann würde ja fast schon alles wieder stehen. So, folgendes. Wir haben da hier irgendwo noch Landfill. Hier. Bum, bum. Die Raketen, die Raketen, 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 Raketen. Problem ist. Weil wir brauchen ja Raketen für zu starten, ja. Wir brauchen natürlich aber auch... Also stopp, ich habe ja hier noch die normalen Greifarme, die blauen, die schnellen. Wenn ich sie noch... Ah ne, so viele habe ich auch nicht mehr. Was? Doch, hier 120 Stück. Rein, 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 rein. So. Upsala. Wo sind meine... Ey, ich hatte noch hier... Raketenschüsseln gehabt. Wo sind dann die hin? Ich hatte doch hier noch... Wir bauen mal noch ein paar Radare noch. Ich brauche hier die Raketenschüsseln. Was habe ich noch an Strom? Oh, jetzt ist er am Schwanken. Jetzt ist er am Schwanken, der Strom. Ich muss euch ja noch anliefern, was ihr braucht, ne? Satellit. Jeweils 2. Hä? 2, ja. So, und wo bleiben sie? Da, die erste Rakete fliegt schon. Tschüss, Rakete. Was macht das jetzt? Achso, ja. Kleines. Neo, neo. 4 Stück auf einmal, 5 Stück auf einmal. Und der Rest? Mhm, der nächste. Ah, der Strom. Der gute alte Strom. Und die Greifarme schön. Ich weiß nicht. Finde ich immer cool, wenn die Greifarme synchron arbeiten. Steuerung F war der Helikopter rufen, genau. So, okay. Wie sieht's aus? Hä? Wieso seid ihr schon am Schwanken, obwohl? So, alles in Ordnung hier. Ja, komm. Wir reißen hier alles ab. So, wir reißen hier alles ab. So, alles abgerissen. Ich muss nur noch später darauf achten, dass ich irgendwie wieder alles immer mit dem Strom hier miteinander kombiniere. Ja. Dass ich hier jetzt, sorry. Jetzt habe ich noch einen blöden Frosch im Hals. Dass das hier eigentlich nochmal alles so, wie es sein soll, mit dem Strom wieder alles verknüpft zu sein. So.
Ja, gut, okay. Das wollte ich jetzt eher vermeiden. Jetzt weiß ich auch nicht, wie viel Hydrazin ich wirklich verblase mit dieser Geschichte. Zur Not habe ich ja links, habe ich ja auch noch, ja, etwas. So, das kann man so lassen. Ja, komm. Und wie viele ich anbauen kann, das ist jetzt die nächste Frage. Aber wir testen es erstmal aus. Wir bauen mal 10 Stück. Lass mir ein bisschen Luft dazwischen. Ja, komm, wir lassen Luft dazwischen. Verbinden die miteinander. Weil zurück kann ich immer noch einen reinsetzen. Ja. Ich habe nie mit den, mit diesen Turbinen oder beziehungsweise mit denen gearbeitet. Aber es würde mich jetzt einmal interessieren, was da Sache ist. So und so, so und so. Wie gesagt, zur Not kann ich die immer noch abreißen, immer neu aufbauen. Würde mich mal sehr interessieren, wie das funktioniert. So, so, so und so. So und upsala. So. Okay, da hätten wir das miteinander verbunden. Dann muss ich jetzt nur von unten das Zeug reinholen. Ich glaube, ich muss noch 100% die Pumpe noch dazwischen setzen, dass sie jetzt alles hochdrücken. Das wird ansonsten ein bisschen kritisch. Komm, nein, 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 nein. Ich mache hier, glaube ich, direkt schon eine Pumpe dran. Eine Pumpe ohne Strom. Geil. Ich mache die später dran. Ich mach doch zuerst sowas dran. Wo sind jetzt einmal die Rohre hin? Da, 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 da. Ja, komm, hier mal schon 30er hin. In der Verbindung mit einer Pumpe. Ja, die befüllen sich. Die befüllen sich, die befüllen sich. Ja, gut, okay. Und dann habe ich noch Wifi-Teile. Ich habe keine Wifi-Teile mehr. Doch, 2 Stück noch. Ah, schau einer mal an. Wie sieht's aus? Ah, gut. 12 die Sekunde. So, da brauche ich nur die Pumpen. Dass die hier ordentlich hochdrückt. Ja, klar, du hast jetzt keinen Strom. Das ist mir bewusst. Hm. Würde das so viel ausmachen? Ich muss gleich mal nachschauen. Alter! Mein lieber Scholli! Oh. Ach du Scheiße! Und sie laufen noch nicht allen gar. Das ist das Nächste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt echt. Ja. Naja. Was soll ich sagen? Wir haben 6 Hydrazin-Generatoren. Die bringen zusammen 246 Megajoule. Megawatt. Aber das Hydrazin, das reicht nicht aus. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Hydrazin reicht nicht aus. Ja, leck mich doch. Wow. Okay, das finde ich. Das war was Neues, ja? Man kann, sage ich mal, so viele hintereinander stellen, wie man will.
Aber. Wow. Das ist heftig, dass das Hydrazin so schnell weggefressen wird. Klar, ich habe etwas. Oder ich bin was am Produzieren, was ja nicht schnell. Ja, ich bin was am Verbrauchen, was ja nicht so schnell produziert wird. Hätte ich meine Module nicht. Müsste ich, was weiß ich, wie viele Dinger herstellen. Wow. Das ist geil. Das ist geil. Nicht. Okay, ich muss von hinten dran, muss ich noch das Zeug herholen. Ich dachte, ich würde mir unten mit dem paar Stück da zurechtkommen, dass die das produzieren, aber nein. Ja, weg ist es. 0 Watt. 0 Watt. Okay. Hä? Wieso funktioniert ihr? Achso, ihr seid doch mit denen hier verknüpft. Okay. What's your problem? Wasserstoffperoxid. Ich habe immer noch zu wenig Ammoniak? Oh, nee, Wasserstoff. Hä? Bin ich so doof oder... Oh Gott. Mein Gott. Kann ja auch nicht gehen. Das kann ja auch nicht gehen. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich jetzt dann immer so wenig Ammoniak habe. Klar, wenn das so nicht geht... So, jetzt müssten die allen gar, naja, teilweise anlaufen. Okay, ich brauche noch 2 Stück. Was bringt, weiß ich jetzt nicht. Aber sehen wir gleich. Ich brauche noch Rohre. Die oben werden ja so miteinander verbunden. So. Ihr stellt das her, ihr stellt das hier. Ihr seid voll. Oh ja, sehr schön. So, okay. Hier 32.000. 33, 34. Okay, ich habe immer noch zu wenig. Hab immer noch zu wenig Ammoniak? Kann das sein? Ja, Tatsache. Ich habe immer noch zu wenig Ammoniak. Okay. Puh. Und wenn ich zu wenig Ammoniak habe, habe ich auch gleich zu wenig Dings. Sag schon, Wasserstoff. Das ist nämlich das Nächste, was mir hier gleich flöten geht. Das ist das Nächste, was mir gleich flöten geht. Was sagt denn die Uhr? Ja. Ja, hier. Habe ich irgendwo... Ich könnte eigentlich das so lassen, oder? Ich weiß noch nicht so genau. Dann muss ich auch wieder eine Pumpe dran setzen. So, jetzt laufen sie alle in Gar. Oh, la, 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 la. Da stößt es mich wieder auf. Okay. Dann muss ich stehen hier. Irgendwie wird es ja dort drüber bringen. Schuld hier ein 30er. 30er hier. So, dann brauche ich wieder hier eine kleine Pumpe, die mir das nochmal einspeist. Ich habe keine Rohre mehr. Okay, das ist heftig. Also mit sowas hätte ich jetzt da überhaupt nicht gerechnet, dass es so extrem ist. Gut, klar. Zwei 30er noch, bitte. Hier setze ich wieder eine Pumpe ran. Komm schon, 50er.
Und hier unten den 30er. Schon mal den hier. Komm. Setze ich hier oben noch eine Pumpe ran. So. Und so. Hier ein Röhrchen. Hier ein Dingen. Hier und hier. So. Gut. So pumpt der nicht? Ach so, ja, klar. So, machen wir hier das und das und das. Und so. Jetzt muss ich irgendwie nochmal nachschauen, wie ich das jetzt nochmal unten im Strom hinbekomme. Dass die hier wieder anlaufen. Weil ihr seid leer. Weil ihr nichts produziert. Ansonsten müsste ich da wieder mein Dings wieder einstellen. So. Ansonsten hänge ich euch mal hier ganz kurz dran. Hier kurz dran. So, dass ihr wieder kurz mal Anlauf bekommt. Das reicht nicht. Ich bin bei 500 Mega. Ich sehe es kommen, der Hintertank ist gleich wieder leer. Mhm. Der ist sowas von leer. Okay, ich muss die Solarzellen noch mit zur Hilfe holen. Das bedeutet, ich muss mit Solar arbeiten. Oder schlimmer noch. Na gut, was heißt schlimmer? Boom. Okay, jetzt sind die runtergegangen. Ich habe 1,2 Gigawatt. Ja, das ist eigentlich noch eine nette Lösung mit dem Hydrazin. Es gibt ja auch noch diese Ölgeneratoren, nur ich weiß nicht, wie die arbeiten. Was die für Öl brauchen. Leichtöl, Schweröl. Am schlimmsten wäre es dann noch dieses, wie heißt es nochmal? Oder brauchen die wirklich Rohöl? Das wäre eigentlich auch noch so eine Sache. Ob die wirklich Rohöl brauchen. Oder brauchen die schon das Alkangas? Ich weiß es nicht. Was ist denn mit dem Stickstoff los? Was ist mit dem Stickstoff los? Hä? Ich habe keine Schmiermittel mehr? Oh, ich habe kein Schweröl mehr. Sehe ich gerade. Ja gut, okay, die sind mir eigentlich noch egal, die hier. Oh nein, die gehen ja weiter rüber. Oh, 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 oh. Ach ja, das sind noch... Oh Gott, das sind noch die billigen Chemiefabriken. Das sind doch die billigen. Aber was ist mit dem Schweröl los? Ach, ihr habt noch... Oh Gott. Das ist ja ultra billig. Hallo? Oh, Schwefeldioxid. Ist das Problem? Schwefeldioxid ist voll. Bei dir ist es Leichtöl? Aber Leichtöl tue ich doch umschmeißen. Ja, klar. Schweröl zu Leichtöl. Okay, jetzt warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Danach ist Feierabend für heute. Ich baue noch die hier auf. Okay. So, und der macht dann auf Schweröl macht der Leichtöl. Jetzt ist es die Frage, Schweröl habe ich nicht viel. Wieso habe ich dort noch die so eine Sache dran? Überlege ich gerade. Ich reiß die mal ab. Ich glaube, oh, einen brauche ich ja. Einen brauche ich ja. So. So. Weil
ich da jetzt momentan schlechte Erfahrungen gemacht habe, wenn die ganzen Sachen hier miteinander verbunden sind, so mache ich das lieber mit einem Tank. Und der Tank hier, also der bringt es hoch, der bringt es runter. So, und dann habe ich ja hier rüber. Ich glaube, hier mache ich auch nur mit einem Tank. Glaube, ich mache hier auch wirklich nur mit einem Tank. So, Strom, ja. 1,4 Gigawatt. Alter. Sind alle Roboter wieder in Benutzung? Wow. Sind wirklich alle Roboter wieder in Benutzung? Ja, gut, klar, ich habe. Ich brauche mehr von den anderen jetzt da wieder. Mit 18 Stück zurzeit. Aber trotzdem, klar, es kommt jetzt dann nichts mehr voran, weil. Ah, jetzt sind wieder nochmal 150 Stück. Ja, gut. Trotzdem. Wie viel habt ihr noch? Immer noch 4 Stück? Oh, wow. 25. Okay, das werden noch einige. Wenn die hier oben mal ein bisschen schneller sind. Aber ja, momentan hängt es ja hier an Materialien. Nicht gerade. Ja, eher nur an Robotern. Ja, also mit den Hydrazin-Generatoren. Alles gut und schön, aber die fressen mir doch relativ sehr, sehr viel. Muss ich sagen. Oder ich muss halt nur. Also hier 91.000, hä? Sechste Sekunde Leistung. Wenn ich die nur bringen könnte auf 1 von 12 die Sekunde, dann würde es ja gehen mit dem Hydrazin. Ich brauche nur mehr von den Teilen. Sieht es dort hinten aus? Hier der Tank füllt sich wieder. Wieso hatten wir keine Raketen? Ja. Oh, ich habe hier noch die Radare. Na, da. Müssen wir mal auch richtig schreiben, ne? Hier habe ich noch welche noch im Petto. Stimmt ja. Okay, wir bauen noch einmal noch schnell die Radare fertig. Nee, ich mache für heute mal Feierabend. Das hier soll mal hier ausgehen. Und dann sehen wir uns zu der nächsten Folge wieder. Komm, wir machen hier die Radare. Wo sind sie? Hä? Boah, ich blicke hier langsam hier gar nicht mehr durch. Ach, da unten sind sie jetzt. Und ja, was fehlt der Raketensteuereinheit denn? Oh, was fehlt bei der Raketensteuereinheiten? Nix. Ja, zu wenig Roboter. Oh, mehrschichtige Platinen. Das ist das nächste Problem, ne? Mehrschichtige Platinen. Ja klar, die werden unten für die Roboter benutzt. Ja, die werden unten für die Roboter benutzt. Also das heißt, ich müsste oben dann noch einmal hier erweitern. Mit den mehrschichtigen Platinen. Und ja, die sind definitiv zu langsam. Definitiv. Habe ich hier nicht noch irgendwo Fabriken? Komm, wir machen das da noch und dann ist definitiv Feierabend. Dann ist definitiv Feierabend. So, hier und einmal nach oben, bitte. Danke. Genau. Sop, 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 sop. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Oh, wir haben nicht mehr so viele da. Okay.
Und dann sind auch wieder alle Roboter wieder unterwegs, oder? Wo sind die Roboter-Hangar? Naja, gut, okay, geht noch. Was ist denn der noch am Bauen? Achso, ja. Komm, das hier bauen wir dorthin. Warst du mit irgendjemand verbunden gewesen, oder? Ja. Ah, je. Ja, hopp. Hopp. Oh, gib mir Doppelgreifarme, danke. Hopp, 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 hopp. Und hoch, 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 hoch. Runter. Runter, runter, runter. Oh, falsch. Und das und das und das. Gut. Dann haben wir das mal. Ja, ein bisschen mehr verdoppelt. Ja. Gold. Gut, dass ich da unten noch so ein kleines Golderz noch hingebaut habe. So ein kleines Goldfältchen. Oh, was ist denn hier los? Ey, das ist... Nein, 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 nein. Das geht nicht. Nicht mit diesen. Und dann bitte noch mit Modulen, ja. Also für einen besseren Energieverbrauch. Oder höheren. Oh Gott, 1,4. Aber das legt sich dann wieder irgendwann. Lithium, Kobalt, okay, das funktioniert eigentlich alles. Kann ich die... Ich erweitere euch mal mit diesen. Ja. Komm, noch die... Noch 8 Stück. 8 Stück. Will er mir keine 8 Stück mehr geben? Jetzt aber, komm schon, 8 Stück. Kann ja nicht sein, dass er wirklich nur 100 Stück hatte. Auf petto. Das ist eine Lüge. Oh ja, Tatsache. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denn. Tschüss.